Cher Karl Oliv, chers amis de Poissy, liebe Pirmasenserinnen und Pirmasenser. Im Jahr 2020 wollten wir eigentlich unsere Freundschaft, die Jumelage zwischen den Städten Poissy und Pirmasens feiern. Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir konnten uns nicht gegenseitig besuchen. Wir möchten aber trotzdem gemeinsam mit Ihnen feiern. Deswegen haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Bitte begleiten Sie uns auf unserer kleinen Reise durch Pirmasens. Mitten im Herzen von Pirmasens lädt unsere grüne Oase, der Stricktalpark, zur Entspannung und Erholung ein. Hier haben wir 2015 50 Jahre Jumelage gefeiert und hier haben Karl Oliv und Bernhard Mattheis im Poissy-Garten einen Olivenbaum für die Ewigkeit gepflanzt. Im Forum Alte Post sind Kunst und Kultur zu Hause. Auch unter freiem Himmel auf dem Josef-Gregler-Platz treffen sich im Rahmen unseres kulturellen Sommerprogramms Künstler aus aller Welt. Pespatio, das gemeinsame Wohnen für Generationen-Projekt, wurde durch die Stadt Pirmasens, das Diakoniezentrum und die Wohnungsbaugesellschaft Bauhilfe Pirmasens GmbH 2013 ins Leben gerufen und ist heute Begegnungsstätte für Jung und Alt. Auch heute noch ist Pirmasens ein führender Standort von Handel, Dienstleistung und Produktion in der Schuhbranche. Die Herstellung eines guten Schuhs erfordert nach wie vor viele Einzelschritte in Handarbeit. Gleichzeitig kommt aber neueste Technologie zum Einsatz. Pirmasens schafft Wissen. Als Hochschulstandort mit engen Verbindungen zu ortsansässigen Unternehmen und der internationalen Forschung wird bei uns der Grundstein für so manche zukünftige Innovation gelegt. Wenn noch kein Wissenschaftler ist, sich aber für Technik interessiert, sollte unbedingt das Dynamikum besuchen. Technik zum Anfassen für Jung und Alt. Wart ihr auch schon da? Quel bonheur, mon cher Marcus, de te retrouver, de vous retrouver, monsieur le maire, avec tous vos amis. Merci pour ce beau voyage à Pirmasens. Vous voyez, on parle de Pirmasens systématiquement quand on est dans les couloirs de Poissy. Rappelez-vous, c'était pour le 50e anniversaire. Depuis 1964, nous avions écrit « Poissy-Pirmasens, un jumelage fraternel, une amitié en or massif ». On va plonger maintenant dans les séquences de la ville de Poissy. La Villa Savoie est le monument emblématique de Poissy. Elle a été construite au début du XXe siècle par le grand architecte Le Corbusier. Depuis 2017, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. On vient du monde entier pour la visiter. Et vous, vous venez quand ? L'aventure automobile à Poissy a commencé il y a plus de 80 ans avec l'usine fondée par Ford. Simca, puis Chrysler France ont aussi écrit des pages de cette histoire industrielle exceptionnelle aujourd'hui incarnée par le groupe PSA. Près de 150 000 véhicules sont sortis de l'usine en 2019. Avec la construction de l'écoquartier Rouget de Lille, Poissy transforme une vaste friche industrielle en quartier exemplaire en termes d'environnement, d'énergie, de gestion des déchets et de mobilité. Ce quartier jardin s'animera autour d'un parc central de près de 2 hectares. Lorsque j'ai commencé à participer au jumelage, la maison de fer n'était plus qu'un amas de tôles ensevelies sous les branches. Aujourd'hui, restaurée à l'identique par la ville, la villa du 19e siècle est un musée qui surplombe le parc Meissonnier et toute la ville. Incontournable. Avec ses 74 hectares, ses 17 terrains de football, son stade de 3000 places, le futur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain sera l'un des plus modernes du monde. Le Training Center ouvrira en 2022 à Poissy, juste à temps pour remporter la Ligue des Champions face au Bayern de Munich.